In Fulda findet die Aktionswoche gegen Sexismus und Homophobie mit zahlreichen Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden statt. Move 36 begleitet das Ganze thematisch und wollte wissen, wie sexistisch und homophob ist Fulda eigentlich? Du sagtest, eine Freundin von dir ist lesbisch. Mhm. Und ist es dann so, dass du da schon mal was mitbekommen hast, dass sie diskriminiert wurde oder ähnliches? Noch nie. Die war auch Schulsprecherin auf der Ferdinand. Und da wurde auch nie was gesagt, obwohl das eigentlich bekannt ist bei ihr. Aber ich denke nicht, dass Fulda homophob ist. Also ich bin selbst nicht so und deswegen. Ich bin hier nur, wenn ich hier war, immer umgestiegen. Also deswegen kann ich da gar nichts großartig zu sagen. Ich habe da jetzt auch noch nichts gehört, dass in Fulda irgendwas Homophobes irgendwie passiert ist, irgendwie jemand verprügelt wurde oder ähnliches. Also von daher. Ich weiß nicht, ich denke mal, Fulda ist vielleicht neutral. Denke ich mal, hoffe ich mal. Also ich persönlich, mich stört es nicht. Also ich bin dafür. Also jeder soll leben, so wie er will. Also es ist halt immer noch ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Mein bester Freund ist halt auch schwul. Und ich habe damit zum Beispiel gar kein Problem. Ich kenne ihn halt auch schon ewig und ich bin es halt nicht anders gewöhnt. Also ich muss sagen, es sind halt immer noch die besten Freunde so. Aber es ist halt meine Meinung. Ich denke mal, es sind auch nur Jugendliche, die das so sehen. Ich denke mal, bei den Älteren ist es halt ein großes Problem. Und ich finde es halt auch schade hier in Fulda, das ganze Priestertum und die Kirche, die sagen eigentlich mehr oder weniger gar nichts mehr dazu. Und das finde ich halt echt schade, weil das ja immer mehr Thema wird. Und ich denke mal, hier in Fulda sind auch viele, die sich einfach gar nicht trauen, sich zu outen. Also ich persönlich wüsste jetzt nicht, dass irgendjemand schwulen- oder lesbenfeindlich ist. Ich denke mal, Fulda ist da ein bisschen locker, denke ich jetzt persönlich mal. Und nimmt das alles nicht so schwer wie jetzt vielleicht größere Städte.